Heute zeige ich dir die Top 10 Investments, die du jetzt zum Footies machen kannst. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wenn euch das ganze Video weiterhelfen sollte und euch das ganze Video natürlich auch gefällt, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch ganz gerne den Channel abonnieren. Für euch sind das nur 2 Klicks, für mich ist es eine unfassbar krasse Unterstützung. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir es dieses Video schaffen, die 100 Likes zu knacken. Aber ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, wir starten direkt ins Video durch. So Freunde, dieses Investment gilt für alle Plattformen. PC, Xbox, PlayStation, macht euch da gar keine Sorgen. Und ich zeige euch jetzt erstmal einen groben Überblick, denn ihr könnt in viele Spieler investieren, aber ich habe meine Top 10 auf jeden Fall vorbereitet. Aber damit ihr einmal so einen groben Überblick habt, ihr solltet auf jeden Fall die günstigsten 83er kaufen, egal auf welcher Plattform. Das könnte natürlich ein bisschen variieren, vielleicht sind die auf dem PC gerade bei 1500, auf der Xbox bei 900 Coins, aber auf jeden Fall könnt ihr die 83er mitnehmen. Auf der PlayStation würde ich sagen bis knapp 1300, also so die ersten 5-6 Spieler könnt ihr euch auf jeder Plattform aussuchen und da einmal mitnehmen. Und das gleiche gilt auch für die 84er. Dort würde ich auch die ersten 5-6 Spieler mitnehmen, wenn ihr nicht gerade auf der PlayStation zockt. Wenn ihr sonst auf der PlayStation zockt, würde ich bis maximal 4400 Coins mitgehen und da die ganzen Karten kaufen. Ebenfalls solltet ihr auf jeden Fall auch in 85er investieren. 85er für maximal 9k auf der PlayStation. Da kannst du natürlich auch wieder am PC oder auf der Xbox ein bisschen variieren. Aber maximal 9000 Coins für die Karten ausgeben. Hier seht ihr schon 8700, ist auch ein sehr, sehr guter Preis für die ganzen Karten. Auch hier habe ich meine Favoritenspieler, zu denen wir gleich kommen. Und das gleiche gilt jetzt auch für die 86er. Dort solltet ihr auch auf jeden Fall investieren. Hummels für 12k. Absolut geil, könnt ihr direkt mitnehmen. Hier würde ich auch bis maximal 12500 Coins mitgehen, weil in den nächsten Tagen könnten diese Karten definitiv auf 16k, 15k steigen und ihr macht ordentlich Profit damit. Als letztes Investment haben wir dann noch die 87er. Die sind auch sehr günstig, aber hauptsächlich eher die Special-Karten. Hier sind die bei 15k und so weiter. Und hier würde ich auch bis maximal 17500 Coins mitgehen und die ganzen Karten einkaufen. Aber ich würde sagen, wir kommen direkt auch zu den Top-Investments aus jedem Rating, die ihr euch dann am besten nachkaufen könnt. Zu jedem Rating habe ich 2 Spieler ausgesucht, die besondere Preisschwankungen haben. Ihr könnt das hier einmal bei Gosens sehen, wie hier einfach der Preis geisteskrank schwankt von Tag zu Tag gefühlt. Und den Gosens von Inter Mailand. Wichtig von Inter Mailand, es gibt noch einen von Atalanta und der ist natürlich out of packs. Das heißt, der ist bei 2500 Coins. Deswegen achtet darauf, dass ihr den von Inter nehmt. Der ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Investment im 83er Bereich. Und die nächste Karte ist Andriy Kramaric. Auch diese Karte hat sehr starke Preisschwankungen, so wie alle, die ich euch jetzt zeige. Und dementsprechend könnt ihr hier auf jeden Fall auch nichts falsch machen, wenn ihr den einmal mitnehmt. Als nächstes kommen wir zu den 84ern und bei den 84er Karten habe ich mich für Guerrero entschieden. Guerrero ist auch eine Karte, die super oft auf die fast 6000 Coins geht. Ich sag euch so, wie es ist, die 84er sehe ich in den nächsten Tagen auf der PlayStation zumindest bei 5700, 5800 Coins. Kommt darauf an, ob das jetzt schon am Montag oder am Dienstag passiert, aber spätestens am Mittwoch und Mittwochabend solltet ihr die Karten verkaufen. Alle aus dem Video, wirklich alle Investments aus dem Video solltet ihr am Mittwochabend verkaufen, weil Donnerstagmorgen werden die Karten wieder ein bisschen sinken. Das heißt, wenn ihr investiert in die ganzen Karten, die ich euch hier zeige, dann kauft die auf jeden Fall und verkauft sie spätestens Mittwoch in der Nacht. Und das gleiche gilt auch für den Fernando. Auch Fernando hat geisteskranke Preisschwankungen. Können wir hier einmal sehen, der war zwischenzeitlich sogar teilweise auf 7700 Coins an der PlayStation. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Hier seht ihr auch die Preise für die Xbox und PC Sachen. Und da könnt ihr es auf jeden Fall auch mitnehmen. Ist gar kein Problem auf der Xbox für 4800 Coins die Karte mitzunehmen. Diese Karte kommt bei der richtigen SBC locker auf die 6000 Coins, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Also macht ihr hier auf jeden Fall gar nichts falsch. Und als nächstes kommen wir auch schon zu den 85er Karten. Und da finde ich Matthias de Ligt ganz stark. Ja, die 85er sind schon etwas teuer, aber trotzdem meiner Meinung nach könnt ihr hier auch auf jeden Fall reingehen. Ich sehe die Karte safe bei 10k in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar noch 11.000 Coins. Er war auch in der Vergangenheit zwischenzeitlich bei 12.000 Coins, das heißt, ihr solltet hier auf jeden Fall nichts falsch machen und könnt sehr gut in diese Karte reingehen. Und eine weitere Karte ist auch aus der Serie A und zwar ist das De Vrij. Auch diese Karte ist bei 8.700 Coins, die würde ich auch bis 9.000 Coins ungefähr mitnehmen. Da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Auf der Xbox oder auf dem PC könnt ihr ein bisschen höher gehen, 9.300, 9.400 vielleicht, weil auch diese Karte geht regelmäßig auf die 11k, 12k zu. Und es ist halt auch so, weil Serie A Spieler ein hohes Rating haben, werden sie oft in Kombination in SBCs benutzt, weswegen die Karten sehr, sehr gut sind zum Investieren. Und das heißt, auch mit De Vrij werdet ihr nichts falsch machen und könnt da reingehen. Und jetzt meine allseits beliebte Karte, in die ich gefühlt jede Woche investiere, ist Sergio Busquets. Der ist gerade bei 12.250 Coins und bei der richtigen SBC wird der Typ auf jeden Fall bei 15.000 landen, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Auf dem PC ist er ein bisschen teuer, aber auch hier könnt ihr nochmal reingehen. Auf der Xbox könnt ihr auch reingehen, das sind 13k, das ist jetzt nicht so viel. Da wird er, denke ich mal, auch die 15.000 bis 16.000 erreichen und so macht ihr auch hier 2.000 Coins pro Karte ungefähr. Und die nächste Karte ist ebenfalls in Spanien, ist der gleiche Grund wie bei den Serie A Spielern und zwar haben wir hier auch viele Spanier im 86er, 87er, 88er Bereich und kommt eine geile SBC raus, werden diese Karten auf jeden Fall steigen. Hier sind die Karten ein bisschen teurer, ihr seht das schon, 14.500, 14.250, aber das sollte auch kein Problem sein, auch hier könnt ihr reingehen und ich würde definitiv diese Karten mitnehmen. Hier könnt ihr sogar bis 13.500 Coins mitgehen ungefähr. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Rating, was ich sehr interessant finde und zwar sind das die 87er. Hier habe ich mich für eine Special Card entschieden und zwar Special Card Upamecano. Der wird momentan sehr viel gezogen, ist bei 17.000 Coins, also die 15.000 könnte ich immer weglassen, ist hier auch bei 17, hier auch bei 17 und ich sehe
sehe diese Karte Safe Call in den nächsten Tagen bei wieder 19.000, 20.000 Coins. Vor allem, weil jetzt ja die ganzen Packs gezogen werden, aber in der Woche sehr wahrscheinlich nicht so viel Pack Supply kommt. Was bedeutet, dass diese Special Card auf jeden Fall ansteigen sollte. Wenn ihr EV-Listen betreibt, könnt ihr den auf jeden Fall auch ein paar Mal mitnehmen. Könnt ihr sogar, keine Ahnung, 20, 30 Karten von dem mal mitnehmen, wenn ihr ein bisschen mehrere habt. Ich mache ja immer eine EV-Liste. Ich kaufe mir nicht 100 Karten, sondern ich kaufe mir so um die 600, 700 Karten und verkaufe die dann über ein bis zwei Tage hinweg alle. Und so könnt ihr das auf jeden Fall auch machen. In Upamecano ist ein sehr, sehr starkes Investment. Würde ich auf jeden Fall mit reingehen. Und der letzte ist Ruben Dias. Das ist die günstigste Goldkarte momentan auf der PlayStation für ein 87er Rating. Und der ist bei 17.250 Coins. Und diese Karte sollte definitiv auch wieder auf die 19.000 bis 20.000 gehen. Hier sehen wir das schon, dass er hier bei 19.000 bis 20.000 Coins ist. Auch hier würde ich trotzdem noch reingehen. Ihr habt ja gesehen, dass das Rating allgemein auf der Xbox und auf dem PC ein bisschen teurer ist. Dementsprechend sollte es da auch ansteigen. Vielleicht nicht so krass. Vielleicht haben wir hier nur 22.000 stehen am Ende. Aber trotzdem ist das etwas, was sehr, sehr nice ist. Und das waren jetzt auch die ganzen Top 10 Investments, die ich für euch habe. Aber wie gesagt, ihr könnt vom 84er, 83er Rating bis zu den 87ern momentan immer die günstigsten Karten mitnehmen auf jeder Plattform. Ihr werdet definitiv nichts falsch machen damit. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze wird euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel, wenn ihr neu seid. Für mich ist das eine unfassbar krasse Unterstützung und ich freue mich über jeden Neuen, der dazukommt in unsere Community. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Startet gut in die Woche, Leute. Macht's gut und ciao.